Ja, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche, neue Gespräche. Zum Beispiel geht's jetzt los mit Sabrina und die ist 28 Jahre alt. Hi. Ja, hi, morgen. Sabrina, was führt dich zu mir? Ja, also ich hatte ein ziemlich heißes Wochenende. Also Aha. Ich fange mal ganz an. Ich habe eine Freundin und die kenne ich schon sehr lange. Und ist eigentlich meine beste Freundin. Und wir vertrauen uns auch sehr, sehr viel halt. Mhm. Und wir waren am Wochenende zusammen weg. Also ich war 5 Jahre verheiratet und lebe halt seit 2 Jahren alleine und habe einen kleinen Sohn. Und sie ist auch verheiratet, erst seit kurzer Zeit, hat eine kleine Tochter. Und wir waren halt zusammen auf der Rolle. Und da habe ich halt einen Bekannten von mir wieder gesehen, den ich auch Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und es war ziemlich schön halt und die Kneipe machte zu. Und dann sagt man, ja gut, dann kommt noch mit zu mir. Und dann waren wir halt bei mir und wir landeten dann halt alle drei im Bett. Aha. Ja. Ich hatte es mir beinahe schon gedacht. War also eine tolle Erfahrung. Die Freundin und der Typ und du. Ja, genau. Und war sehr schön. Mhm. Also sowas hast du mit deiner Freundin bislang noch nicht gemacht? Nein. Obwohl ihr euch so lange kennt? Ja, ich habe auch nie irgendwie diesbezüglich... Ambitionen kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe auch nie gedacht, dass ich diesbezüglich mal irgendetwas in die Wege leiten würde. Und hast du es denn in die Wege geleitet? Ja. Du warst es? Ja. Du hast den Vorschlag gemacht, gehen wir noch zu mir einen Kaffee trinken. Ja. Und irgendwann hast du den Vorschlag gemacht, wir können ja auch jetzt mal vielleicht ins Bett gehen oder so. Wie macht man das? Ja, wie macht man das? Also wir saßen hier ganz normal und ganz ungezwungen und zwischen ihm und mir lief halt schon vorher so ein bisschen was auf Tuchfüllung und ich machte dann halt einfach da weiter, wo ich vorher aufgehört hatte. Und irgendwann involvierten wir halt meine Freundin auch. Und involvierten, das ist sehr schön gesagt. Also ja, irgendwann, ich meine, das ist doch wahrscheinlich auch ein großer Schritt gewesen, dass du dann deine Freundin hast angefangen zu streicheln. Ne? Ja, wenn ihr schon so lange miteinander befreundet seid und so etwas noch nie gelaufen ist. Das war auch ganz, ganz komisch. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man... Das differenziert. Man lebt halt einfach in dem Moment seine Obsession aus und man denkt da im Grunde genommen gar nicht großartig. Es ist auch richtig so, dass man das nicht macht. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall ging es dann ab in die Kiste, ja, ihr drei. Und das war richtiger Gruppensex. Ja, das war so richtiger Gruppensex. Auch zwischen dir und deiner Freundin? Ja, teils. Hast du sie geküsst, richtig? Ja. Also seltsames Gefühl wahrscheinlich, wenn man das noch nie gemacht hat, ne? Für dich, wenn du... Nee, Moment, ich habe sie noch nie geküsst. Ich habe nicht gesagt, dass ich vorher nicht andere Frauen geküsst habe. Ah ja, aha. Das erklärt das, denn dann macht das, dann ist die Hemmschwelle wahrscheinlich schon ein bisschen geringer, ne? Ja, ja, klar. Mhm. Und es war halt auch alles ganz klasse und es hat uns allen drei auch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und wir fühlten uns auch alle drei sehr gut und auch danach. Mhm. Es war also nicht so, dass dann... irgendwie jetzt so eine peinliche Situation aufkam. Man saß dann und guckte sich an und dachte, mein Gott, nein, das war wirklich nicht so. Haben die beiden auch übernachtet dann bei dir? Nein, und jetzt kommt ja der Knacksoß. Also für mich war es halt einfach eine tolle Erfahrung. Und die beiden sagten auch, es war eine super Erfahrung und war schön und irgendwo dann auch abgehakt, dachte ich. Mhm. So. Und es war mittlerweile schon relativ früh am Morgen und sie sagte halt, dass sie ihn nach Hause bringen würde. Er wohnte ein bisschen weiter weg und hat das Auto nicht dabei. Und ja, das haben die dann auch so gemacht. Und ich bin davon ausgegangen, sie bringt ihn nach Hause, fährt zu ihrem Mann und, ne? Nein, das hat sie aber nicht gemacht. Nein, um 8 Uhr klingelte bei mir das Telefon morgens. Ich war natürlich super groggy, ich hatte natürlich auch ein bisschen was getrunken. Ja, ich bin total verpennt ans Telefon. Ich denke, der schmeißt mich um die Uhrzeit aus dem Bett. Und dann war das der Mann meiner Freundin. Aha. Und fragte, wo denn seine Frau wäre. Und was hast du gesagt? Ich habe erstmal nur gesagt, lass mich erstmal wach werden. Und die ist unterwegs. Wie, die ist unterwegs? Ich so, ja, die ist unterwegs, sagte ich so. Ja, wo wart ihr denn? Ich denke so, was sagst du jetzt? Und so, ja, also wir waren... so verschiedene Kneipen und Diskos. Wir waren so ein bisschen was am Rumziehen und war ziemlich schön. Wieso hast du dir denn nichts gesagt? Sagte ich so zu ihm. Und er so, nee, wieso, was denn? Ja, sie wollte doch über Nacht hier bleiben, sagte ich so. Ne? Und dann sagte er, nee, sie sagte gestern Abend, dass sie nach einer halben Stunde zurückkommen würde. Also war überhaupt nicht geplant. Es war eine ganz spontane Situation, dass wir sagten... Eine halbe Stunde, dauerte dann lange, ja. Ja. So, was war jetzt konkret passiert? Sie ist mit dem Typen nochmal nach Hause gegangen. Sie ist also mit dem Typen dann nochmal irgendwo hin. Hat sie mir also alles dann so im Laufe der letzten 2 Tage so erzählt.
und hätten dann nochmal guten Sex gehabt. Mhm. Ich habe sie dann gestern Nachmittag gesehen und sie sagte mir, sie hätte ein sehr schlechtes Gewissen. Wann ist sie denn dann irgendwann wann nach Hause gekommen? Sie ist dann eine halbe Stunde, nachdem ich mit ihrem Mann gesprochen habe. Na Gott sei Dank. Was hat sie ihrem Mann gesagt? Zum Glück. Sie hat genau, glücklicherweise, genau das Gleiche gesagt, was ich gesagt habe. Sie war also quasi unterwegs, ja, ne? Ja, hey, dass wir unterwegs waren. Haarscharf, ne? Haarscharf. Ja. Bist du neidisch oder eifersüchtig, dass sie dann mit ihm nochmal? Nein, das ist es ja eben das nicht. Ist doch schön. Ich meine, das war eine tolle Erfahrung. Ja. Das ist ja auch alles nicht das Ding. Es geht ja noch weiter. Also er rief mich dann irgendwann nachmittags an und sagt, es hätte ihm toll gefallen und er würde sich gerne nochmal mit mir wieder treffen und wir könnten ja nochmal da aufhören, wo wir mal alleine weitergemacht haben und war ja auch alles ganz klasse. Und er hat ihr seine Telefonnummer gegeben und sie rief ihn an und sie schwärmte also schon den ganzen Tag nur von ihm. Also das ging so richtig so in die Gefühlsschiene und das darf man bei so einer Sache nicht sehen. Natürlich nicht. Was ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute ist, dass sie mich fragte, ob ich eine Art Alibi-Funktion übernehmen würde. Nein. Ja. Mach es nicht. Und zwar Samstagabend wieder auf die Rolle. Mhm. Und wir würden ihn da treffen. Mhm. Und alles Weitere würde sich ergeben. Mhm. So, und ich habe also ihren Mann heute gesehen. Und ich konnte dem irgendwie fast gar nicht mehr in die Augen gucken. Ich meine, der Sex zu dritt, der war gut. Der war toll. Also, das war eine Erfahrung für sich. Ja, aber um das schlechte Gewissen nicht noch zu erhöhen, würde ich dir sagen, mach es nicht. Aber was soll ich denn machen? Sie macht es doch weiter. Gut, das ist dann ihr Bier. Das ist dann ihr Bier. Da hast du dann überhaupt nichts damit zu tun. Das ist dann, das muss sie für sich regeln. Ich denke, es ist einfach nur so, ich bin, also, ihr Mann ist auch ein guter Freund von mir. So. Eben, das ist gerade, das habe ich gerade auch schon mir gedacht, wie du es erzählt hast. Ja. Deswegen halte ich da raus. Du kommst. Ich habe doch sowieso die Arschkarte. Ja, im Moment ist es nur einmal passiert, aber wenn du dich da noch weiter hinein verwickelst, wird das für dich immer komplizierter. Sie erzählt mir dann, wie weit es weitergeht. So. Und gut, dann kannst du immer noch auf sie einwirken, dass sie da irgendwie klare Verhältnisse schaffen muss in ihr Leben. Sabrina, ich habe ja vor der Kamera eine Uhr stehen. Wir unterhalten uns hier 7 Minuten und 14 Sekunden. Das ist verdammt lang für diese Sendung. Okay. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Halt dich da raus. Das ist, glaube ich, für dein Gewissen die saubere Lösung. Und versuch dann irgendwie auf sie einzuwirken, dass sie sauber in ihr Leben da irgendwie zu Rande kommt. Sonst wird das für sie natürlich auch immer noch schwieriger. Damit wir jetzt die 8 Minuten nicht erreichen, wünsche ich dir alles Gute und ein gutes Händchen für die okay. Sache. Okay, ja, tschüss. Danke. Ciao. Jetzt ist der Bernd dran und der Bernd ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Domian, Bernd hier. Bernd, ich muss jetzt erstmal den Menschen draußen im Lande sagen, die uns nur hören, wie man uns hier erreichen kann. Du bleibst noch dran. Die Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer 0130 1151 22. Bernd hat nochmal tief durchgeatmet. Ja. Und jetzt ist er dran. Dein Thema. Mein Thema ist Knast. Knast. Ja, und zwar habe ich 1990 eine Bank ausgeräumt, zusammen mit meinem Bruder. Da habe ich 5 Jahre bekommen und mein Bruder, weil es vom Junggericht noch war, hatte 3,5 bekommen. Also wurde nach 3,5 Jahren entlassen und ich wurde dann, hatte noch einen Bewährungswiderruf offen, wurde nach 6 Jahren entlassen. Das war am 12.09.1996. Ja. Ja. Und die Bank... Das war eine Staatssparkasse. Wie viel habt ihr? 90.000. 90.000. Ja, innerhalb von 14 Tagen ausgegeben. Von 14 Tagen ausgegeben? Ja. 90.000 Mark? Ja. Was habt ihr? Was habt ihr? 15, also vom 5. Oktober war es passiert. Bis zum 16. Oktober, wo wir uns verhaftet haben, haben wir insgesamt 90.000 Mark auf den Kopf gehauen. Wie habt ihr die 90.000 Mark auf den Kopf gehauen? Ja, sinnlos, sag ich mal, ne? Also ich habe ein Auto gekauft, er hat ein Auto gekauft. Was für ein Auto hast du dir gekauft? Mercedes. Was für ein Mercedes? Ein 300er. 300. Und dein Bruder? Er hat einen BMW gekauft. Ein BMW. Ja. Was für einen? 525. Aha, ja, ist klar. Also hat natürlich Geld gekostet, ne? Das kann man sagen, ja. Ja, und haben wir uns so Halbfernlagen gekauft und so, und da, klar. Ich meine, dann sind 90.000 Mark im Nu weg. Diese Autos waren vermutlich gebraucht, ne? Ja, das tue ich so. Das sowieso, ne? Weil neue sind ja nun teilweise noch teurer dann. Ja, klar. Ja, ich sag mal, auf meiner Verhaftung haben sie genau noch 230 Mark haben wir noch gefunden. Das war alles, was sie noch gefunden haben. Bernd, wie ist es denn überhaupt damals zu der Entscheidung gekommen, zu dem Plan, eine Bank auszurauben? Ja, ich sag mal, den Plan hatte ich nicht. Den Plan hatte eher mein Bruder gehabt. Ne? Nachdem wir, komm, wir machen jetzt mal irgend so einen Kick, brauchen wir jetzt mal. Ne? Wart ihr vorher auch schon irgendwie straffällig geworden? Ja, ja.
Also wir hatten schon eine Jugendstrafe hinter uns, die, also eine Jugendliste, sag ich mal, ne? Die, also überrollt alles, ne? Also schon eine Jugendstrafe gemacht und also ein Pipapo, ne? Dann hat er den Vorschlag gemacht, wir drehen jetzt mal ein größeres Ding. Ja, nicht ein größeres Ding, aber irgendwas mal drehen. Ja. Und da hatte ich zu der Zeit auch schon ein Auto gehabt und sagte mal, komm, jetzt versuchen wir mal die kleine Sparkasse da, so Stadtsparkasse. Und dann machen wir das mal gerade klar. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr das am Tage, habt ihr sie so klassisch überfallen? Seid ihr reingestürmt in den... Das war mittags, kurz bevor sie Mittagspause gemacht hatten. Also war kurz vor 1 Uhr. Da rein, wir haben Masken natürlich, also Masken aufgehabt. Mit offenen Augen, ne? Und jetzt hatte ich aber Pech gehabt, ich hatte zu der Zeit ein rotes Auge gehabt. Also ich weiß nicht, wie das dann, ne? So ein rotes Auge gehabt auf jeden Fall. Hat man die Bank ausgeräumt. Hattet ihr scharfe Waffen dabei? Ja, Gas, klar, bei Gas. Wie, Gaspistolen? Gaspistolen. Waren Leute noch in der Bank? Zwei Mann. Also ich meine jetzt Kunden. Zwei Kunden waren drin. Zwei Kunden. Ja. Die habt ihr natürlich in Todesangst versetzt, ne? Ja, das sowieso. Und wir wollen jetzt auch nicht zu leger drüber sprechen, weil das ist natürlich absolut mies, ne? Ganz genau. Es klingt ja wirklich so wie so ein kleines Fernsehabenteuer, aber ja, ist natürlich eine harte Sache, ne? Richtig, genau. Dann haben die euch das Geld relativ schnell gegeben, die Angestellten. Relativ ziemlich schnell, ja. Und ihr seid geflüchtet. Wir sind geflüchtet, richtig. Wie hat man euch denn dann nach so relativ kurzer Zeit dann bekommen? Ja, ich sag mal, erstmal durch die Videokamera, ne? Hat das mit dem roten Auge auch was zu tun? Das mit dem roten Auge. Ich bin, also nach 10 Tage später, ne? Bin ich, also 9 Tage später ganz genau zu sein, bin ich dann in die Bank rein. Ich hatte da mein Konto bei der Bank. Ach, bei denen hattest du auch noch dein Konto? Ja, hatte ich, leider, das war, sag ich mal, hört sich zwar doof an, aber Pech gehabt, da war mein Konto. Und deshalb habe ich das rote Auge noch gehabt. Ja, du bist auch ein bisschen blöd, ne? Jetzt mal so gesagt. Ja, ja. Wenn ich da heute mal so danach denke, sicherlich, ne? Ja. Hatte ich das rote Auge und das war mein Hindernis. Wie? Und dann war der gleiche Kassierer auch da? Nein, da war ein anderer drin. Aber der hat das Auge irgendwie erkannt, oder wie? Ja, so ungefähr. Ja, und dann, wie sie mich dann am 16. verhaftet haben, die dann morgens um 9:30 vor meiner Tür standen, war der erste Spruch noch, da ist das rote Auge. Das war natürlich gewesen. So, 5 Jahre Knast. Ja, 5 Jahre, 6 Monate. Ganz genau. 5 Jahre, 6 Monate ja. Ist auch eine lange Zeit. Ganz lange Zeit, ja. Wie denkst du heute, nun sind es ja nur einige Jahre noch wieder vergangen, wie denkst du heute über diese Tat? Denk mal, die Tat ist scheiße. Aber ich sag mal, die Knastzeit hört sich zwar doof an, aber ne, war auch mal schlecht, auch mal gut. Ne? Mhm. Was war für dich das Gute an der Knastzeit? Die Ausbildung. Was hast du gelernt? Eine Ausbildung gemacht als Schweißer, in allen Arten. Gibt es ja 4 Arten, die ich gemacht habe, und die Schuhbanknummer gedrückt. Das Hauptabschluss nochmal nach. Hauptabschluss und Schweißer gelernt. Und hast du danach dann auch eine Möglichkeit gehabt zu arbeiten? Hast du jetzt einen Job zum Beispiel? Ich habe jetzt einen Job, aber ich hatte 1,5 Jahre später. 1,5 Jahre? Hast du ja, das Problem war ja, ich musste ja jetzt mittlerweile, wo ich jetzt in dem Wohnort wohne, die wollen alle Polizeiführungszeugnis haben und was weiß ich da, so ein Lebenslauf haben, ne? War halt schwierig für mich, die Monate, Jahre nachzuweisen, wo ich da gewesen bin und was ich da gemacht habe. Aber du hast es geschafft, du hast auf jeden Fall jetzt einen Job. Ganz Bernd, würdest du sagen, dass diese 5 Jahre Knast auch diese Wirkung bei dir hatten, dass du für dich sagst, nie wieder ein krummes Ding? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden würdest Fall. Du jetzt auch mal so ganz objektiv betrachtet, du kennst es ja nur aus eigener Erfahrung, würdest du sagen, dass eigentlich der Strafvollzug noch härter werden sollte, um auch vielleicht abzuschrecken? Und vielleicht kombiniert mit besseren Berufsausbildungen. Sag mal so deine Einschätzung nach dem, was du durchgemacht hast. Ja, ich denke mir mal, härter Knast nicht. So wie es jetzt im Moment ist, sag ich mal, es sollte noch besser werden, ne? Was meinst du denn, was noch verbessert werden sollte? Ja, den Kontakt nach außen. Also das sollte wirklich schon ein bisschen auf jeden Fall besser gemacht werden. Ausbildung im Knast gibt es reichlich. Also kann man sich auch nicht drüber beklagen. Es gibt so viele JVAs, die alle Ausbildungen durchführen. Du meinst also, wenn man eine Chance nutzen will, man kriegt auf jeden Fall die Chance angeboten. Kriegt man auf jeden Fall angeboten. Ja. Egal in welchem JVA man kommt, kommt natürlich darauf an, wie lange man den Knast kriegt. Ja. Ne? Also wenn du 102 Jahre kriegst, dann brauchst du es gar nicht anzufangen. Ne? Gibt es noch irgendwelche Jungs, die noch im Knast sind, die du kennst von damals? Ja, aber kein Kontakt. Kein Kontakt mehr? Kein Kontakt mehr. Uns hören nämlich sehr viele Knackis zu, kannst du dir denken, ne? Ja, klar. Kann ich denken. Sag mir bitte jetzt zum Schluss noch, was aus deinem Bruder geworden ist. Der sitzt wieder im Knast. Der sitzt wieder im Knast. Der hat die Versandhäuser auf 140.000 Mark abgezogen. Ach du Scheiße. Ja, also ist, glaube ich, am 5.12.97 verhaftet worden. Wie lange wird er sitzen müssen? Bis 13 Tage vor 2000. Ja. Aber fällt auch schon Urlaub und so, ne? Also ist nicht das Problem. Meinst du, dass du perspektivisch auf ihn einwirken kannst, dass er auch diese Chance nutzt, so wie du, und da ab 2000 irgendwie ein neues Leben anfängt? Nee, ich habe ihn so oft versucht, auch zum Besuch da
Gefährte, ich sage immer, komm, geh in den Knast rein und geh nach Geldern, zum Beispiel ist da die Ausbildungsstätte da, ich sage, geh da hin, da hast du die Chance und so, ne? Ich sage, mach das und so, aber der hört nicht so, was? Lieber dein Eingesicht, sag ich mal, ne? Auf jeden Fall, du hast es geschafft, du hast einen Job, hast du auch Familie oder eine Frau? Ja, mittlerweile eine zwei Monate alte Tochter. Ja, wunderbar. Also es ist alles im grünen Bereich im Moment. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja. Danke für deinen Anruf und weiterhin alles Gute, Bernd. Ja, auch so. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich die Gisela. Und Gisela ist 58 Jahre alt. Hi. Ja, hi. Domian, grüß dich. Hallo. Domian, Gisela. Du hast vor einigen Tagen eine Sendung gehabt, Ich bin ein Schwein. Ja. So, und da kamen ja die fürchterlichsten Sachen. Furchtbar. Ich habe ein Schwein. Du hast... Das furzt nicht. Das stopft nicht fressen in dich rein. Und betrügt auch nicht. Aha. Und zwar ist das ein kleines Zwergschwein. Das lebt mit mir zusammen in meiner Wohnung, mit meinem Hund zusammen. Das ist ja süß. Ich habe wirklich während der Sendung immer noch gedacht, vielleicht ruft mal jemand an, der wirklich ein Schwein zu Hause hat. Das hatte ich auch. Ich bin aber leider nicht durchgekommen. Aber jetzt hast du es geschafft. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und ich habe wirklich das Anliegen, klar zu machen, dass Schweine hochintelligente Tiere sind. Ich glaube das. Ich glaube das. Und es ist nicht zu fassen, wie es eigentlich zu dieser Verbindung kommt, dass man negative Dinge mit Schwein bezeichnet. Dass es ein Schimpfwort ist, ne? Ja. Man sagt, kein Mensch sagt, du Kuh, doch Kuh sagt man auch. Doch, aber, du blöde Kuh. Natürlich, aber du Pferd sagt keiner. Ja, doch sagt man auch, ne? Man sagt zu gewissen Frauen schon mal despektierlich, die sieht aus wie ein Pferd oder so, ne? Ne, die geht daher wie ein Pferd. Nicht so nett, ne? Ist nicht so nett. Du hast ein Zwergschwein. Genau. Wie groß ist dieses genau? Das ist so etwa 30 Zentimeter hoch. Aha. Und wiegt so ungefähr 6 bis 8 Kilo. Und wie Meter lang oder wie? 1,50? Lang, wie ein Dackel vielleicht. Wie ein Dackel, so in etwa, ne? Und ist dieses Schwein stubenrein? Das ist total stubenrein. Wie macht man das? Das geht ganz, ganz schnell. Das geht auf die Katzentoilette. Aha. Schweine sind sehr, sehr saubere Tiere. Also wenn man die entsprechend hält, die gehen immer in die gleiche Ecke. Mhm. Und wenn man jetzt so ein Tier bei sich in der Wohnung hält, dann braucht man im Prinzip nur die Katzentoilette dahin zu stellen, wo es das erste Mal hingeht. Mhm. Und dann ist noch nie was daneben gegangen. Wie lange hast du es schon? Das Schweinchen ist jetzt ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Du, ist das ja auch eine ausgefallene Idee. Wie bist du darauf gekommen, dir so ein Schwein als Hausgenosse zu holen? Wir haben mal so kleine Schweine gesehen. Mhm. Und mich hat das einfach fasziniert. Und dadurch, dass ich mit dem Tier jetzt zusammenlebe, sieht man erstmal, dass so ein Schwein völlig anders ist, als man es sich gemeinhin vorstellt. Ja. Es ist sagenhaft sauber, hochintelligent. Wie heißt es denn? Das heißt Julchen. Julchen. Ja. Was macht Julchen denn im Moment? Julchen schläft im Augenblick unten, baut sich ein Nest. Julchen guckt nicht die Sendung? Nein, heute nicht. Normalerweise quengelt es immer an mir rum und ist dann erst zufrieden, wenn es auf meinem Schoß sitzt und schläft dann ein und wir sitzen dann vor der Glotze hier. Gisela, gehst du mit Julchen auch mal Gassi? Aber natürlich. Und nicht nur mit Julchen, sondern auch mit dem Hund. Ja. Und Julchen läuft alleine, läuft auch hinterher oder es läuft auch an der Leine mit. Also sie läuft nicht weg? Sie nimmt nicht reiß aus. Und was ganz wichtig ist, die muss man also vegetarisch ernähren, dann riechen die nicht. Mhm, mhm. Und hat noch einen anderen Vorteil, also für Allergiker, ne, die gegen Tierhaare allergisch sind, das passiert da nicht. Das auch nicht. Und kostet keine Steuern. Und kostet keine Steuern. Es gibt also Hundesteuer, aber es gibt keine Schweinesteuer. Nee, das gibt's gute nicht. Idee eigentlich, ne? Dass man da aber kann Julchen dich auch richtig bewachen? Kann Julchen auch zubeißen? Nee, nicht so. Ne? Julchen kann beißen, klar. Aha. Aber ist ein ganz freundliches Tier. Ich habe so meine Eingangstür, da ist so ein Glasfenster drin. Und wenn ich dann von draußen komme, dann steht sie schon da und guckt und meckert, wenn ich lange weg war oder. Was macht sie, wenn sie sich freut? Wedelt mit dem Schwänzchen, wedeln sie kann wedeln sie? Wedelt mit dem Schwänzchen, aber wie? Das kann sie auch. Ja, wie ist das so ein Scheibenwischer geht das immer hin und her. Nee, das hängt nach unten. Das hängt nach unten, ne? Ja, ja. Und grunzt sie auch oder quietscht oder irgendwas? Ja, sie grunzt und quietscht. Aha. Und manchmal, also wenn ihr was nicht passt, dann meckert sie wie eine Ziege und kommt dann hinterhergelaufen und Köpfchen hoch. Und ich vermute mal, dass der Hund zuerst da war. Bei euch im Haushalt. Oder nicht? Der Hund, nee, der ist jetzt erst. Ach, der ist jetzt erst. Und die beiden vertragen sich auch? Die vertragen sich, die schlafen auch zusammen, ist überhaupt kein Problem. Das ist ja wirklich sehr nett. Ja. Sehr nett. Nun sagtest du gerade, wir haben ja viele auch unappetitliche Dinge gehört in der Sendung, ich bin ein Schwein oder du bist ein Schwein. Sagen, ja. Nun hast du es gerade anfänglich auch so gesagt, aber pupst Julchen nicht manchmal? Julchen pupst überhaupt. Überhaupt. Also, wirklich nicht. Und auch das Fressen von dem Schwein, ne? Ja. Das ist also sowas von kultiviert, da geht nichts daneben. Und was genau gibst du ihr zu essen? Die kriegt Gemüse, Haferflocken. Gibt es das Gemüse gekocht oder roh? Roh. Roh. Und Obst.
Aha. Man muss natürlich aufpassen, dass diese kleinen Schweinchen nicht zu viel Futter bekommen, sonst werden sie dick und fett. Bettelt sie denn schon mal, wenn du vielleicht ein Stück Torte isst oder so? Was macht sie dann? Ob sie dann bettelt, dass sie auch was haben will? Ja, natürlich bettelt. Das ja. Klar. Und mein Schweinchen macht auch Sitze und solche Scherze. Hast du ein eigenes Haus oder wohnst du zur Miete irgendwo? Nee, ich habe ein eigenes Haus. Dann geht das, ne? Aber die Nachbarn waren die sicher... Die Nachbarn, die freuen sich. Die freuen sich. Also es gibt auch kein Problem mit den Nachbarn. Ach wo, im Gegenteil. Ich wohne hier in der ländlichen Gegend, ne? Ja. Und dann... Also, ja, denken Sie, ich bin so ein bisschen verrückt, aber ich sage dann, ja, wisst ihr Bauern, ihr seid bestimmt noch nicht mit eurem Schwein spazieren gegangen. Nee. Also, es ist ganz sicher, dass Julchen niemals in der Bratpfanne landen wird. Nie. Nie, ne? Das, so wie ich meinen Hund auch nie in die Bratpfanne. Wir wollen das gar nicht denken oder aussprechen. Ja. Ne? Julchen wird ganz alt bei dir. Wie alt werden überhaupt zu Schweine? Das habe ich schon ganz viele gefragt. Jeder sagt nur 2 bis 3 Jahre. Ich sage, ja, weil ihr sie schlachtet. Mhm. Ne? Ich glaube, Julchen wird, wenn die so gut gehalten wird, und Julchen ist ein so glückliches Schwein, wird es bestimmt sehr alt werden. Also wenn man nach den Wildschweinen geht, ja, können die also 20, 25 Jahre alt werden. Ja, ist doch wunderbar. 20 glückliche Jahre liegen jetzt von mir. Gesagt, mit meinem süßen Schweinchen. Darf Julchen auch ins Bett? Nee, ne? Julchen darf auch ins Bett, ins klar. Bett auch? Ja, da passiert überhaupt nichts. Ich meine, das ist natürlich ein Bild für die Götter. Wenn du vielleicht auch mit Lockenwicklern im Bett liegst und Julchen... Das wäre der Witz für Jahrhundert, aber das tue ich nicht. Liebe Gisela, ja, das war interessant, mit dir über Julchen zu sprechen. Ja, Domian. Ich freue mich auch. Wenn Julchen wieder bei Sinnen ist, dann grüß sie herzlich, kraul sie ein bisschen am Ohr, oder wie man das macht bei Schweinen. Will ich gleich morgen tun. Und, ja, wenn man diese an der Seite krault, am Bauch, ne, dann legen die sich ganz lang hin und die Füßchen werden dann ganz, ganz locker. Also, das genießen. Ist Julchen denn ein Mädchen oder ein Junge? Dann, wenn es ein Junge wäre, würde es nicht Julchen heißen. Das ist natürlich sehr schlau gekontert und eine sehr dumme Frage von mir. Gisela, alles Gute. Tschüss. Ich danke dir. Schönen Abend noch. Ja, ciao. Von Julchen geht's jetzt zu Melanie. Ja, hallo. Melanie ist 27 Jahre alt. Hi, Melanie. Hi, guten Abend. Dein Thema. Ja, mein Thema. Erstmal muss ich sagen, ich finde das super niedlich mit Julchen. Ja, ich auch. Das ist also der Knaller, wirklich. Vielleicht sollte ich mir hier ein Maskottchen-Schweinchen halten. Das wäre für euch auch sehr spaßig, wenn das immer hier durch das Studio sausen würde. Ja, aber das macht der WDR wahrscheinlich nicht mit. Der WDR ist ja geizig. Der kauft uns kein Schwein hier. Würde was hermachen, denke ich. Wie? Ich denke, das würde was hermachen. Das würde was hermachen, sage ich dir auch. Melanie, zu dir. Mein Thema ist, ich stehe auf Fesselsex, auf Bondage und ich bin seit einem Jahr mit meinem Freund eigentlich recht glücklich liiert und ich habe etwas Schwierigkeiten, ihm das nahe zu bringen. Also er weiß es, obwohl ihr ein Jahr liiert seid, nicht, dass doch. Du... Doch. Doch, er weiß es. Also ich denke, er weiß es. Er müsste also... wir haben also drüber gesprochen und das Thema ist also auch schon öfter angeschnitten worden und wir haben da auch schon recht ausführlich drüber gesprochen, aber ja, irgendwie... Was heißt denn dann nahebringen? Du kannst es ihm nicht nahebringen. Heißt das, du kannst ihn nicht davon überzeugen, es mal zu machen, oder wie verstehe ich das? Ja, ich sag mal so, das Problem an der Sache ist ja, viele Leute denken, oh prima, wir machen jetzt hier den super Fesselsex und rennen zum Kleiderschrank und holen ihre alten Krawatten da raus, darum geht's nicht. Mhm. Sondern es ist ja schon eine Sache, die ein gewisses Grundwissen erfordert, sage ich mal. Also, nochmal im Klartext, du hast mit deinem Freund dieses noch nicht praktiziert. Nein. Er weiß irgendwie darum, oder ihr habt auch schon darüber gesprochen, aber es ist noch nie praktiziert worden. Jetzt erkläre uns erstmal genau, was für dich Fesselsex bedeutet. Was ist die optimale Fesselsex-Praktik für dich? Die optimale Fesselsex-Praktik. Profan, wir alle denken jetzt Fesselsex, Melanie sitzt auf dem Stuhl, die Arme sind gefesselt hintereinander, sie sitzt nackt da und lässt sich verwöhnen. Es ist so primitiv. Das ist primitiv, ja. Ja, dann sag's uns bitte genau. Auf jeden Fall, also das Ganze ist schon eine Sache, die mit Genuss praktiziert wird. Also der eigentliche Kick ist nicht, ich sag das jetzt mal bewusst hart, gefesselt genommen zu werden. Mhm. Sondern der eigentliche Kick ist der Akt der Fesselung. Aha. Und wie macht man das denn am besten? Ja, wie macht man das am besten? Ich denke, dass da die Geschmäcker unterschiedlich sind. Nee, du, wir reden jetzt über dich. Okay, wir reden jetzt über mich. Aha. Also mir ist es ganz lieb, wenn ich nicht irgendwo angebunden werde. Mhm. Also es gibt ja jetzt beispielsweise Leute, die lassen sich an irgendwelche festen Gegenstände binden. Das finde ich nicht gut.
sondern es kommt schon auf eine kunstvolle Verschnürung an. Ja, das lach nicht, das ist also schon irgendwo... Klingt spaßig. Ist schon, ja, es, doch, es ist schon spaßig, aber ich empfinde das als sehr erotisch. Ja. Fasst dich sehr stark mit... Bist du denn die Vorbereitung dazu? Bist du dann wirklich, wie ich es gerade so salopp sagte, bist du dann schon ganz nackt, wenn man das mit dir macht? Nein, es gehört da eine Menge andere Sachen zu. Mhm. Ich denke, es gehört beispielsweise auch das passende Outfit mit dazu, die passende Stimmung. Also es ist nicht so, dass Was für ein Outfit wäre das? Also ich bevorzuge Schwarz und Leder. Ich denke, das ist auch allgemein bevorzugt. Man darf sich das aber auf gar keinen Fall so dominahaft vorstellen. Darum geht's überhaupt nicht. Also ich stelle mir das so. Ich stelle mir das so vor, dass du dann ganz, ich nehme mal jetzt einmal ganz schick in Schwarz, in Strapsen und so etwas gekleidet bist und dein Partner dich in einer ganz besonderen Weise, für dich erotisch sehr sehr fördernd, dieses Gefühl, dich fesselt und dich dann aber auch irgendwo anbindet. Ist das richtig? Nein, das ist falsch. Aha. Okay, ich merke, du möchtest, denke ich, eine genauere Beschreibung. Ja. Okay, also für mich gehören zum Beispiel dazu, ich spreche jetzt einfach klar von mir, schwarze Ledercorsagen finde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr anregend. Overknee-Stiefel gehören dazu, Absätze gehören dazu. Overknee-Stiefel, was ist das? Das sind Stiefel, die übers Knie gehen. Ach so. Und Strapsen finde ich schon zu profan. Das ist, es ist mir zu, ja, ich sag das mal krass, fast zu billig. Das gehört für mich beispielsweise dazu, die Fesselung an sich. Für mich das Optimale sind beispielsweise die Hände auf dem Rücken gebunden, die Füße fest, das alles möglichst einheitlich und nicht irgendwo festgebunden. Ah, ja. Also aber ich möchte nicht irgendwie an so ein Kreuz gewickelt werden. Kommt es denn dann schon auch nach der Fesselung schon auch zum Geschlechtsverkehr? Ja, gut, du meinst also diesen einen, den Beischlaf an sich. Nicht immer. Nicht immer, aber es kann passieren. Es kann passieren. So, jetzt also haben wir eine grobe Vorstellung von dem, wie du das willst. Und ich stelle mir dich als sehr schicke Frau vor, wenn du da so gekleidet bist. Ne, so wie du es gerade beschrieben hast, das sind wahrscheinlich auch sehr teure Sachen, ne, sehr teure Accessoires, die du da anhast. Das ist recht kostspielig. Ja, das glaube ich ja. So, dein Freund hat das mit dir noch nicht gemacht. Nein, in dieser Form haben wir das noch nicht. Warum gemacht. Eigentlich nicht? Eine berechtigte Frage. Also wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Er weiß also auch von meiner Neigung, ganz klar. Ich mache da also kein Geheimnis draus jetzt in meiner Partnerschaft. Und warum hat er es noch nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Er hat also ganz klar, ich sage mal, wir haben ja auch ein normales Sexualleben. Das läuft ja nicht so ab, dass man das dann nur so praktiziert. Das ist schon etwas Besonderes, sage ich mal. Und er hat ganz klar den dominanteren Part in unserer... Ja, umso besser. In unserer Beziehung, klar, keine Frage. Hat er denn mal gesagt, dass er das nicht möchte? Nein, er hatte einmal etwas erwähnt, und zwar, das fand ich eigentlich, habe ich da sehr lange drüber nachgedacht, da fiel das Wort Achtung. Er sagte, er hätte Angst, dass er die Achtung von mir verliert. Berechtigt, ne? Wenn er das mit mir so praktiziert. Wir praktizieren Sex in einer Form, in der er ganz klar diesen dominanteren Part hat. Melanie, lebst du dieses denn in irgendeiner in einer Doppelwelt aus? Nein. Nein, aber du hast diese ganzen Dinge, besitzt du. Die ja, sind versteckt. Ich habe auch lange so gelebt. Ja. Also ich meine, das kann ich schon verstehen, wenn er sagt, dass er Angst hat, die Achtung vor dir zu verlieren. Das ist natürlich ein ganz sensibles Gebiet der Sexualität, der Erotik. Wenn das nicht genau sein Ding ist, finde ich das auch sehr schwierig. Also da kann man sicherlich niemanden zu drängen. Ja, das ist es. Es ist einfach so. Aber ich denke, viele Leute stellen sich das einfach zu... Ich meine, so du hast natürlich die Chance. Du hast es hier jetzt auch schon sehr ausführlich und auch sehr differenziert erklärt, dass du durch vielleicht nochmalige oder noch intensivere Gespräche mit ihm das so erklären kannst, dass es mit Verlieren der Würde überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich ein sehr großer Vertrauensbeweis, denn es ist auch nicht ungefährlich.
Also das, ich habe also schon von ganz schlimmen Unfällen gehört, einfach weil das momentan ja, sag ich mal, so durch die Presse geistert. Mhm. Ja, immer und, wieder, es sind ja, gibt ja Horrorgeschichten. Alle möglichen Leute meinen jetzt, sie müssen die Wäscheleinen aus dem Keller holen. Fehlt dir das denn eigentlich, dass du dieses nicht ausleben kannst? Ja, schon wahrscheinlich, ne, wenn du das gerne hast. Doch, natürlich fehlt mir das irgendwo. Das ist für mich natürlich so im sexuellen Gebiet ganz klar der Kick. Der Kick, ne? Das ist nicht zu toppen. Versuch den Mann noch weiter davon, ihn richtig zu informieren. Ich glaube, das ist eine Frage der ganz grundlegenden Informationen. Und wenn er dann immer noch nicht will, dann kannst du ihn nicht dazu zwingen. Das geht nicht. Zwingen in dem Zusammenhang ist schön. Das ist sehr schön, ja. Meine Liebe, Melanie, ich danke für deinen Anruf und viel Glück. Und es wäre schön, wenn es klappen würde mit euch beiden. Das wäre eine tolle Sache für eure Beziehung. Wenn es nicht klappt, dann hast du ein Problem. Oder ein kleines. Ein kleines. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr, 10 Sekunden. Musik, eine kleine Pause. Jetzt aber, die Pause ist längst vorbei, 1.32 Uhr, 30 Sekunden, hier ist 1 Live Domian. Aus Köln, vom WDR, von WDR Radio 1 Live und vom WDR Fernsehen. Und wir sind heute gänzlich offen für alle Themen. 0130 2911. Nächster Anrufer ist Malte. Und Malte ist 21. Ja, hi Domian. Malte, hi. Ja, dein Thema. Telefonierst mit einem Grünen. Mit einem grünen Fraktionssprecher aus Witten. Und der hat eine These. Der hat eine These. Für dich und alle Zuhörer und Zuschauer. Wir sind obermäßig gespannt. Ja, ich sage, Politik wird zum Personenkult und der Personenkult wird transportiert durch das Medienspektakel. Das sage ich in Anlehnung an die Wahl gestern. Ich hätte es mir beinahe gedacht, dass du eine gewisse Anspielung hast. Ich möchte an dieser Stelle, ich habe vorige Woche Gildo Horn gratuliert. Ich muss an dieser Stelle Gerhard Schröder gratulieren, ja, dass er es geschafft hat. Mir gefällt das sehr gut, dir wahrscheinlich nicht so, oder? Ja, ach, naja, Gerhard for Chancellor und Gildo for President, das wäre doch ein Modell. Also du bemängelst oder kritisierst, dass die Politik zum Personenkult entartet. Aber ja, so ist es nun mal. Ja, genau das tue ich. Aber ihr habt ja auch Personenkult, ihr habt ja Fischer. Was wärt ihr ohne Fischer? Ja, dem bin ich auch nicht so positiv gesonnen. Mhm. Aber das sind Fischer, doch die Leute... Dem Fischer als Mensch und dem Fischer mit seinem Politikansatz. Die Grünen brauchen den, das ist ganz klar. Ja, aber gibt solche Leute... einige Punkte, bei denen ich mir wirklich Sorgen mache, wenn es um Glaubwürdigkeit geht. Auch bei Fischer? Auch bei Fischer. Zum Beispiel? Was seine Haltung zur Trennung von Amt und Mandat angeht, was seine Haltung zur Basisdemokratie angeht. Mhm. Einfach so Dinge, die eher auf die Partei an sich bezogen sind. Was meinst du denn mit Amt und Mandat? Was vermutest du denn, was da nicht so richtig läuft? Was unterstellst du da? Ach ja, also dass Fischer so eine Kultfigur ist bei den Grünen, das hat ja schon was damit zu tun, dass er schon so einiges hinter sich hat in der Partei. Mhm. Und das waren eben nicht nur Mandate, sondern auch Ämter am Anfang. Mhm. Tja. Ist mir jetzt nicht so klar geworden, was du damit unterstellst, aber wahrscheinlich kannst du und willst das wahrscheinlich auch gar nicht so offen sagen, oder? Ja, also worum es mir eigentlich geht, ist, dass man sich bei Schröder nicht sicher sein kann, was einem denn da eigentlich so blüht. Mhm. Denn der ist ja ganz kantig, der ist ganz markant, der kann sich gut inszenieren. Aber die Frage ist, was für Inhalte denn eigentlich mit dem Menschen verbunden sind. Na, so.
Also dass Kohl weg muss, ist klar. Mhm. Aber die Frage ist, ob man ihn dann durch so eine Art Rotkohl ersetzen will. Schöner Begriff. Ja. Hat noch keiner gebraucht. Könnte die Runde machen. Ja. Könnte die Runde machen. Also es liegt ja ein Wahlprogramm im Moment in der Schublade bei der SPD, wie Lafontaine heute gesagt hat. Und bald werden wir es alle auch zu hören und zu lesen bekommen. Nur halte ich gar nicht so viel von diesen Wahlprogrammen. Ich glaube, dass sehr viele, die hinterher dann die Politik machen, sich gar nicht großartig um diese Wahlprogramme mehr scheren. Das ist so ein formaler Akt, dass das da liegt, aber das ist dann auch so. Ja, das ist richtig. Ne? Das erfahre ich auch bei den Grünen, also in Anführungsstrichen meiner Partei. Also du könntest dir durchaus vorstellen, Bundeskanzler Gerhard Schröder, Außenminister Joschka Fischer. Das ist ein mögliches Modell. Ne? Mhm. Wenn es nicht dazu kommt, dass es eine große Koalition gibt. Hättest du nicht die Sorge, dass Schröder die Grünen über den Tisch zieht? Oh, die habe ich allerdings, die Sorge. Und ich denke, eine weitere These ist, und da machen sich auch sehr viele Leute Sorgen, mit denen ich so spreche und rede und so, NRW, Nordrhein-Westfalen, die rot-grüne Koalition, ist meines Erachtens und auch eben der Meinung vieler anderer nach Zucker im Vergleich zu Rot-Grün auf Bundesebene unter den Bedingungen, die es ja dann wohl geben wird. Zumal ich bin auch sicher, das hat ja Niedersachsen jetzt auch gezeigt, dass Gerhard Schröder auch auf Bundesebene sehr, sehr viel fischen wird im Wähler-Reservoir der Grünen. Ja. Ne? Also er wird sehr viel... Ja, wobei ich nicht denke, dass er da so sehr erfolgreich sein wird. Mhm. Also unter dem Aspekt, wer da von wem was abfischt, ist Schröder schon ganz okay. Ne? Also Lafontaine wäre für die Grünen unter strategischen Gesichtspunkten eher gefährlich. Wer wäre dein Wunsch Wirtschaftsminister, damit wir endlich diesen Rexroth loswerden? Huiuiuiui. Ja, das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß es. Ja? Ich wünsche mir Wolfgang Clement als Wirtschaftsminister. Ich wünsche mir ihn entweder als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, was eigentlich schon überfällig ist. Und wenn das nicht klappt, dann soll er in die Bundesregierung. Ein superfähiger Mann, finde ich. Aber wir sind, glaube ich, politisch ein bisschen auseinander. Ja. Aber wir sind auch eine Koalition, wie du dann wahrscheinlich auch weißt. Ja, klar. Und jetzt vielleicht noch ein Wort zum Schluss, wo du gerade vom Geld und von der Wirtschaft redest. Ja. Mit Blick nach vorn. Ich schreibe hier gerade an der Haushaltsrede für die Wittener Grünen im Stadtrat. Und wir haben ein wahnsinniges Haushaltsdefizit hier in Witten. Mhm. Und die SPD versucht sich da hervorzutun durch sogenannte Haushaltskonsolidierung, indem sie in allen möglichen... Wir wollen aber jetzt nicht in die Details gehen. Nein, natürlich nicht. Was ein Punkt ist, der Bund muss nach der Wahl am 27. September, wenn es eine andere Regierung gibt, als die es jetzt schon seit 16 Jahren gibt, der Bund muss die Schulden der Städte abbezahlen. Ja. Zumindest in Ansätzen. Mhm. Sagt ein Fachmann und ich glaube, das ist sehr richtig auch, was du sagst. Ja. Malte, danke für deinen Anruf, deine Einschätzung, viel Erfolg bei der Politik. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war das politische Interview des Tages, der Nacht. Jetzt kommt Thomas und Thomas ist 37 Jahre alt. Hallihallo, guten Abend nach Köln. Ich rufe Sie an aus Hamburg. Ja, wir duzen es aber, ne? Ja, wir duzen uns. Das ist in Ordnung. Ja. Ich wollte nur die Form halten. Thomas. Ja, wie gesagt, ich rufe nochmal wegen der Geschichte an, die im Vorläufer gewesen ist. Und zwar wegen dem Bankraub. Und da habe ich nochmal was zu erzählen. Das kann man vielleicht so in die Curiosity-Show abliefern. Ja. Und zwar geht es da auch um einen Bankraub, an dem ich selber teilgenommen habe, mit einem Partner zusammen, hier in Hamburg. Mhm. Und das hat auf 1993 stattgefunden, Ende 1993. Mhm. Und das war diese berühmte Schlado, dieser scheiß lange Donnerstag, wie er hier in Hamburg immer so schön hieß. Mhm. Da war es noch nicht so, dass die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet hatten, sondern den Donnerstag eben dann eben halt bis 20 Uhr. Mhm. Und da wurde mir dann eben halt von einem Kollegen, von einem wirklichen Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, wurde mir dann wirklich über Monate hin, Mensch, und da können wir und da können wir. Und er hat mich richtig heiß gemacht. Dann haben wir auch gemacht und dahingehend also auch richtig, ich sag mal, richtig auch Kohle abgegriffen. Runde 200.000 Mark. Mhm. Mhm. Nur war eben, und jetzt kommen wir auf das Kuriose, eben was ich im Nachhinein, also im Grunde erst in der Hauptverhandlung des Gerichts erfahren habe, er sich dann als Kronzeuge angeboten hat, mich tierisch in die Pfanne gehauen hat dabei, mich dann eben halt als derjenige, der das Ganze ausbaldowert hatte mit allem drum und dran, ich habe 8,5 Jahre gefangen, also ich bin jetzt Freigänger. Mhm. Ja, ich habe also... 8,5 Jahre? Glück, wie bitte? 8,5 Jahre hast du bekommen? 8,5 Jahre habe ich gefangen. Und er? Er hat 2 Jahre gefangen zur Bewährung auf 5 Jahre, weil er sich eben halt als Kronzeuge angeboten hat. Und eben halt der Knüller war, sein Dafürhalten eben halt war, dass er eben halt unsagbar verliebt in meine Frau war, sich auch dahingehend
in meiner Untersuchungshaftzeit sich also dahingehend sehr, sehr um meine Frau bemüht hat, so dass sie jetzt mit ihm zusammen ist, schon seit, ich sag jetzt mal, seit mehreren Jahren. Also ich muss dir gestehen, Thomas, ich habe im Freundeskreis einen ähnlichen Fall mitbekommen, kürzlich. Ich kriege diese Kronzeugenregelung, verstehe ich auch nicht richtig. Du bist jetzt wieder ein weiteres Beispiel dafür, mit welchen extremen Ungerechtigkeiten das unter Umständen verbunden ist. Zumal es der Fall ist, mir wurde nahe dann gelegt, nachdem das gelaufen war, also pass auf, nimm jetzt erstmal einen Teil der Beute und jetzt sieh erstmal zu, dass du dich so 14 Tage, 3 Wochen ausklingst. Hm. Ich habe mich dann ausgeklingt, ich war dann im süddeutschen Raum. Das hat der Kumpel zu dir gesagt, ne? Ja, na klar, So, er dahingehend dann den Rest der Beute, den hat er dann behalten. Im Nachhinein ging dann, ich habe alles an Beute, habe ich behalten, habe auch alles ausgegeben dahingehend, was gar nicht wahr ist. Also bei mir sind dann noch 14.000 Mark gefunden worden von 30.000, ja. Und mit dem Rest der Beute hat er sich mit meiner Frau ein schönes Leben gemacht, wohl bis dato. Ja. Und eben weil die Beute oder der Rest der Beute nicht aufzufinden war, gab es natürlich dann eben halt für mich den Riesenqualm von 8 Jahren und den 8,5 Jahren. Also du hast ganz eindeutig das Gefühl, dass du richtig gearscht worden bist. Ja, ne? Nicht nur das Gefühl, das Wissen. Das Wissen, Thomas. Das Wissen. Jetzt hast du 8 Jahre Knast hinter dir. Nee, nicht 8 Jahre. Ich habe jetzt Runde 6,5 Jahre. Sechs Jahre, ja genau. Aber es sind insgesamt 8 Jahre. Ja. Du bist Freigänger jetzt, hast du. Ja. Deine Frau ist weg. Du bist verarscht worden, wie du sagst. Und weißt es auch. Was für ein Gefühl hast du jetzt? Hast du ein Gefühl der Rache diesem Mann gegenüber? Das habe ich in den ersten, ich sag jetzt vielleicht mal in dem ersten Drittel meiner Haftstrafe gehabt. Eine unbändige Wut, einen unbändigen Hass. Dann bin ich so irgendwo so in die Gleichgültigkeit abgeglitten. Und jetzt sage ich ganz einfach nur, also wenn er das braucht, um glücklich zu sein, dann soll er damit glücklich werden. Du bist dir für deine Person ganz sicher, dass du keine Dummheiten machen wirst? Nee, also ich bin froh, wenn ich dieses Kapitel abgehandelt habe. Ja. Denn all mein Denken, all mein Handeln ist eben halt mit der Haft noch verbunden. War das deine erste Straftat? Das ist meine erste Straftat gewesen, ja. Was sind deine Pläne für das Leben, die Zeit nach der Strafe? Ja, ich möchte ganz einfach nur an dem anknüpfen, was ich jetzt als Freigänger mache. Ich bin gelernter Bäcker. Eben halt in dem Beruf weiterarbeiten. Und ich habe da ganz gute Aussichten jetzt in dem Betrieb, wo ich eben halt angefangen bin, eben halt unter der Prämisse als Häftling überhaupt Arbeit zu finden, ist schon ganz, ganz schwierig im Freigang. Glaube ich. Ja. Und dann eben halt, ja, weil es mein gelernter Beruf ist, ganz einfach so weiterzumachen, um mir dann eben peu à peu wieder eine Existenz aufzubauen. Aber wie gesagt, dahingehend, also ohne Bankräubereien. Ich hoffe das. Ich möchte nicht sagen ohne Frauen, ganz bestimmt nicht. Na, wir gönnen dir natürlich alle eine Frau, das ist ganz klar. Ja, klar. Thomas, der Bernd sagte vorhin, dass er so auch positive Seiten des Knastes abzubuchen hat. Was ist das für dich? Es ist ganz einfach so, also es gibt diese tiefen Löcher, in die man fällt. Und aus diesen tiefen Löchern muss man raussteigen. Und alleine ist das mitunter nicht zu schaffen. Denn man hat immer die Erwartungshaltung 8,5 Jahre. Das ist das, was man weiß. Und das Jahr hat 365 Tage und auch 365 Nächte. Einsame Tage, einsame Nächte. Und wenn man dahingehend sich dann in einer Gemeinschaft, ist ja eine Zwangsgemeinschaft, aber trotzdem dann über Jahre zusammenfindet, dann gibt es da auch irgendwo so eine Trotzhaltung, wo auch ganz, ganz viel Positives bei rauskommt. Meinst du zum Beispiel auch, dass die Persönlichkeit dadurch wächst und dass die Persönlichkeit auch dadurch gestählt wird? Na, die Persönlichkeit vielleicht nicht, weil in der Haft selber kann keine Persönlichkeit heranwachsen, denn es ist ein reiner Verwahrvollzug. Wobei man hier in Hamburg noch davon reden muss, dass der Vollzug sehr liberal gehalten wird oder versucht gehalten zu halten werden. Schwierige dabei ist aber eben halt, ja, der zu sein, der man ganz einfach ist, und zwar das Individuum, nicht in der Masse unterzugehen. An dieser Stelle, ich habe es gerade ja schon gesagt, an dieser Stelle, schöne herzliche Grüße an alle Knackis, ne, die uns jetzt zuhören. Ja. Ich werde es weitergeben hier nach Hamburg. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend nach Köln. Thomas, alles Gute dir. Bedanke mich. Tschüss. Bei Ihnen. Tschüss. Ciao. Er musste doch noch weiter Sie sagen. Naja. Stefan, 28. Ja, Jürgen, grüß dich. Hallo, Stefan. Ja, mein Thema ist Outbreak. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt. Nee. Also, es ist Folgendes. Ich weiß nicht, ob du das halt in den Medien mitbekommen hast vom Pfarrkirchen. Oh, diese Gehirnhautentzündung meinst du? Ganz genau. Ja. Und ich bin ja aus Pfarrkirchen.
In Pfarrkirchen ist das, in Bayern, ne? Ganz genau, in Niederbayern. Also ich habe es heute wirklich auch nur in den Nachrichten gehört, dass dort eine sehr schlimme Gehirnhautentzündung ausgebrochen ist und ein 16-jähriger Junge gestorben ist. Ganz genau, den habe ich gekannt. Den hast du gekannt sogar? Ja. Und erzähl uns mal was über, weil wir alle wissen ja auch nicht mehr als das, was in den Nachrichten zu sehen oder zu hören war. Also mein neuester Stand ist folgendes. Also das ist, handelt sich um einen Virus. Mhm. Der ist mutiert und aggressiv geworden, mhm, und die wissen überhaupt nicht, wie sie den bekämpfen sollen. Wieso jetzt gerade da in Pfaffkirchen? Ja, das weiß kein Mensch. Ich bin jetzt noch ganz außer Fassung, muss ich sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, was man eigentlich tun soll, gell, mhm, in so einem Fall. Also es ist eigentlich sehr problematisch. Das Robert-Koch-Institut von Berlin ist momentan da, mhm, und beratschlagt und versuchen anscheinend irgendwie ein Gegenmittel dazu zu finden oder so. Wie viele Leute sind denn akut erkrankt? 7 Leute. 7 Leute. Und gibt es denn schon Anweisungen von Seiten der Behörden, auf was man besonders achten soll, wie die Anfangssymptome sich darstellen? Es gibt's ja. Also das heißt, dass eine Grippe, also Grippe ähnlich wirkt sich das aus, das heißt, mhm, dann mit Schnupfen und sowas, und dann, wenn man dann noch ein bisschen gefährdet ist und einen schlechten Hormonhaushalt hat, und dann kann es halt dann dazu kommen, dass halt das dann zur Gehirnentzündung, mhm, kommt. Und es ist wahnsinnig, also mir fehlen fast die Worte, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich natürlich schockiert. Heute Nachmittag 15 Uhr habe ich das erfahren, mhm, da habe ich eigentlich nur von einem Todesfall erfahren, und mittlerweile ist ja so, dass schon Leute in die Unikliniken, mhm, geflogen worden sind, und einen noch Bekannten, den wo ich auch kenne, den haben sie schon beide Füße abgenommen, weil der Virus wirkt sich so aus, dass er innerlich zu Verblutungen führt. Ach du lieber Himmel. Das ist also Wahnsinn. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe so viel Angst. Ich weiß ja gar nicht, wie ich jetzt, mhm, in so einer Situation noch handeln soll. Sag mal, Pfaffkirchen ist vermutlich ein kleiner Ort. Pfaffkirchen heißt es. Das ist ein kleiner Ort zwischen Passau und München. Wie viele Einwohner habt ihr? 10.000. 10.000. Mhm. Wie geht das denn jetzt da zum Beispiel in den Schulen? Gibt es einen normalen Schulbetrieb weiterhin? Nein, komplett Kindergärten, Schulen und Kinderhorte, alles, was die Institutionen sind, die sind alle geschlossen. Haben euch denn die Gesundheitsämter oder Behörden in irgendeiner Weise informiert, wie ihr euch verhalten sollt? Ja, gewarnt total. Also man darf am besten nicht aus dem Haus gehen. Mhm. Und das Allerwichtigste ist auch nicht unter Leute gehen, irgendwelche Veranstaltungen besuchen und, mhm, solche Sachen. Das ist absolut gefährlich. Also, mhm, man weiß ja in solchen Sachen, dass dann natürlich nicht Panik geschürt werden soll. Mhm, natürlich, ja. Aber natürlich wissen die noch überhaupt nicht, was das ist. Das ist ja das Problem. Stell dir mal vor, was da alles passieren kann. Also im Moment, glaube ich, kann man sagen, damit wir jetzt hier auch keine Panik verbreiten, dass die Krankheit im Moment noch lokalisiert ist auf diesen Bereichen Bayern, auf euren Ort. Ja, ja, soweit ich informiert bin, das ist noch kein anderer akuter Fall in Deutschland oder im benachbarten Ausland aufgetreten. Ja, aber ich weiß es eben auch nicht. Diese Panik, okay, man muss das aber ganz knallhart sehen. Es, mhm, ist natürlich gefährlich. Was würdest du denn in so einer Situation machen? Ich arbeite im Dienstleistungssektor, würdest du noch in die Arbeit gehen? Was machst denn du genau? Ich verkaufe Möbel, Großmöbel. Mhm. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Stefan. Ich hätte auch natürlich die Oberpanik. Ich würde natürlich auch versuchen, so weit wie irgend möglich Kontakt zu vermeiden die nächste Zeit. Aber du musst natürlich zur Arbeit gehen. Ja, was sollst du da machen? Das, mhm, das ist wirklich... Wie genau wird denn, weiß man überhaupt, wie die Krankheit übertragen wird? Das, ja, durch Luft. Also nur durch Luft. Also ja, man kann sie, das ist ja schrecklich. Das muss man sich mal vorstellen. Also da habe ich natürlich unheimlich Angst, weil ich, mhm, natürlich mit unheimlich vielen Leuten natürlich ja zusammenkomme, mhm, den ganzen, mhm, Tag. Und da muss ich sagen, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Mhm. Morgen habe ich Gott sei Dank frei, das ist, mhm, ja mal so, mhm, im Verkauf. Und dass da mal unter der Woche einen Tag frei ist, da was mache ich dann Mittwoch gar? Kannst du nicht deinen Jahresurlaub nehmen? Ich meine, das ist natürlich die Lösung, dass alle Leute jetzt ihren Jahresurlaub nehmen. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich hätte auch Panik an deiner Stelle. Ich würde da auch... Am liebsten möchte ich total weg. Mhm, ja. Am liebsten würde ich echt irgendwo, was weiß ich, nach Südfrankreich gehen oder, mhm, nach Amerika rüber und da nichts mehr hören und nichts mehr sehen davon. Zumindest so lange, bis das mal eingedämmt, mhm, ist. Also aber hoffen wir mal. Ich bin ja da auch immer sehr skeptisch, dass die Behörden da zu langsam arbeiten und solche Dinge runterspielen. Hoffen wir aber trotzdem, dass das von Seiten der Behörden gut gemanagt wird und dass ihr als Bevölkerung da auch die richtigen Anweisungen bekommt, wie ihr euch zu verhalten habt. Also hoffen wir einfach mal. Ich muss aber ganz ehrlich einen Respekt aussprechen der Behörden und Landratsamt hier, mhm, in Rottal-Inn. Also die haben da sofort reagiert, mhm, und die ganzen Kindergärten, Schulen, das finde ich auch sehr richtig, alles, ja, geschlossen. Ja. Und das war, also, muss ich ganz ehrlich sagen, das war die richtige Entscheidung. Aber das Problem ist, keiner weiß, woher, mhm, der Virus kommt. Stefan, du sagst es gerade, dass du den Jungen, der gestorben ist, ja, den 16-jährigen Jungen, den hast du auch gekannt. Den habe ich auch gekannt, ja. Weißt du, wie lange der gelitten hat, wie lange er an der Krankheit erkrankt war? Also ich habe ihn ungefähr 14 Tage nicht mehr gesehen, mhm, also aber ich muss sagen, in der Zeit
Ich weiß es nicht. Das muss ganz schnell gegangen sein. Mhm. Was ich gehört habe, das muss also von heute auf morgen gekommen sein, dass er die Symptome bekommen hat mit dieser Grippe und dann haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht und also man kann dann haben sie nicht mehr weiter gewusst und dann hat er innere Blutungen bekommen und ist innerlich verblutet. Mhm. Also man kann an dieser Stelle vielleicht auf jeden Fall sagen, dass wenn solche von dir beschriebenen Symptome auftreten, gerade wenn man in der Gegend wohnt, dass man sehr, sehr schnell zum Arzt gehen sollte. Das haben sie auch schon gesagt. Mhm. Also sobald jemand Grippesymptome hat, das ist natürlich in dieser Zeit noch bisschen schwieriger, weil natürlich auch viele normale Grippe haben natürlich, oder Erkältung haben, aber sofort melden beim Arzt und das ist Wahnsinn. Mhm. Also ich weiß echt nicht, wie reagieren soll. Das also ich weiß jetzt in deinem konkreten Fall, dir auch keinen vernünftigen Rat zu geben, ich weiß es nicht, außer sieh dich, soweit es irgendwie geht, sehr vor. Ja. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich dieses Thema noch einige Male hier im Talkradio besprechen. Es ist eine sehr traurige Sache. Ja. Hoffen wir nur, dass die Mediziner das relativ schnell in den Griff bekommen und dass nicht noch jemand daran sterben muss. Ja, also wie gesagt, soweit ich auch wieder gehört habe, sind schon wieder mehr Leute eingewiesen worden in die Krankenhäuser. Und wie sich das weiter auswirkt, also das ist wirklich wie Outbreak. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Nee, den habe ich eben nicht gesehen, deswegen weiß ich das. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich direkt Angst davor, was jetzt da weiterhin passiert. Also du hast ein gutes Gefühl zu euren Behörden und halte dich dann ganz einfach strikt an die Anweisungen des Landratsamtes, der Gesundheitsämter oder wie man das da auch nennt. Du würdest nicht zur Arbeit gehen. Ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Du kannst natürlich jetzt nicht deine Arbeit einfach boykottieren. Das geht natürlich auch nicht. Ja, klar. Vor allem, weil ich gerne hingehe. Ja. Ich habe da keinen richtigen Ratschlag, Stefan. Weiß ich nicht. Alles klar. Okay. Schöne Grüße und alles Gute nach Bayern. Ich bedanke mich ganz herzlich, Jürgen. Und mach weiter so. Dankeschön. Super Sendung. Tschüss, Stefan. Alles klar. Tschüss. Erika. Erika ist 44. Ja. Hallo, Erika. Hallo. Ich habe jetzt gerade meinen Vorredner gehört, der kommt aus dem gleichen Bundesland wie ich. Aus Bayern? Ja. Ja. Hast du auch von dieser schlimmen Krankheit gehört schon? Ich habe es heute Abend in Nachrichten gehört. Ja. Und ich würde mir aber keine so Panik machen. Mhm. Weil wenn man sich ein bisschen an Hygienebestimmungen hält und vernünftig ist und nicht abnormal darauf reagiert. Mhm. Naja, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man da... Ich verstehe es auch. Mhm. Also da ist ja mein Thema dagegen ein Minimum, ein Klacks. Dennoch, sag es uns und sprich es an, dein Thema. Ja, ich habe mich tätowieren lassen. Aha. War schon lange mein Wunsch. Ja. Ich habe dann endlich einen Partner gefunden, der mich dabei unterstützt hat. Aha. Der mir auch Mut gemacht hat. Bisher haben die Partner immer gesagt, Erika, das kommt nicht in die Tüte. Nö, bisher habe ich nicht gewagt zu sagen. Ach so. Und es war der erste, wo ich also offen drüber sprechen konnte, weil er selber am Arm tätowiert ist. Und dann verliert man natürlich eine ganze Menge Hemmschwelle. Ist klar. Weil du bist es ja auch, dann kann ich ja drüber sprechen. Erika, wo bist du denn jetzt tätowiert? Ich bin in der linken Leiste tätowiert. In der linken Leiste? Ja. Das ist ja schon eine heiße Zone, ne? Oh ja. Das ist ja schon fast erotisch, oder? Natürlich, deswegen wollte ich es ja auch. Was ist denn das für ein Tattoo? Das ist eine also ich habe gesagt, das ist eine Katze. Und wo ich es meiner Mutter gezeigt habe, sagt sie, ach, erzähl mir doch nichts, das ist ein wunderschöner Kater. Aha. Also ein wunderschöner Kater. Ich glaube, deine Mutter kennt dich ziemlich genau. Na klar. Ne? Die weiß, das ist ein Kater auf der Leiste von Erika. Nee, ich habe sie gefragt, und wo siehst du das? Sagt sie, sieht man doch am Kopf. Aha. Was ist es denn für dich? Für mich ist es ein Ausdruck eines Wunsches, den ich verwirklicht habe. Ja. Es ist wunderschön, es ist also total farbig. Mhm. Wie groß ist er ungefähr? 10 Zentimeter? 10 Zentimeter, ja. Und warum hast du dich nun gerade auch für diese Stelle, diese Region entschieden? Weil ich eigentlich der Meinung war, da sieht man es am wenigsten. Das sehen dann nur Partner, die also wirklich in diese Region vordringen und dürfen. Und die sollen es dann auch sehen, ne? Ja, klar. Ja. Ich bin ja stolz drauf. Klar, ja. Und dein jetziger Partner hat dem zugestimmt? Der war dabei und hat ein Händchen gehalten. War das nicht auch ein bisschen peinlich, sich da zu tätowieren zu lassen an der Stelle? Peinlich war es eigentlich überhaupt nicht. Musstest du denn den Slip ganz ausziehen? Oder? Nein. Ich habe mir extra einen Rock anzogen mit Gummibund, dass ich alles runterrollen konnte. Ja. Und das Tätowieren war mir eigentlich gar nicht peinlich. Peinlich war mir eigentlich das... Da sind in dem Tattoo-Studio sind die Herren eben durchmarschiert, so in dem Outfit, wo ich nicht gewohnt bin,
weil ich eigentlich relativ konservativ bin. Ja. Und da habe ich zu meinem Freund gesagt, sagen wir, können die da nicht etwas auf die Intimsphäre achten? Das heißt, die anderen konnten zusehen, wie man es dir da gemacht hat? Ja. Das und er hat gesagt, nicht... Mädchen, wenn in der Szene dich bewegen willst, musst du dich daran gewöhnen. Und Erika hat dann gesagt, okay. Ja, mein Gott. Nicht so schlimm. Der Tätowierer, der war ein sehr freundlicher Mann. Ja. Er hat mir das alles ganz genau erklärt. Wir haben das super vorher besprochen. Mhm. Du bist jetzt richtig rundherum glücklich mit deinem Tattoo. Ja, ich bin schon überlegen, weil ich das nächste hinmache. Vielleicht auf die andere Leistenseite. Vielleicht noch was, vielleicht einen knackigen jungen Mann auf die andere Seite. Nee, ich habe mir schon Mäuschen überlegt, ein Mäuschen. Ich dann bewachen, machen können. Schön, aber ja. Die rechte Seite will ich eigentlich nicht. Ich habe meinen Blinddarm noch. Und wenn sie mich da schnippeln, wird das Tattoo ja kaputt gemacht. Vielleicht auf den Po. Ich habe jetzt ja schon Ärger mit dem. Man sieht es unter dem Badeanzug. Ach so. Und von jedem wird man dumm angequatscht. Ich wollte es gerade fragen, wenn du sagst, du bist eher eine konservative Frau, wenn du beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das tust, aber kann ja sein, dass du mal in eine Sauna gehst, ist dir dann das da nicht unangenehm? Da nicht. Aber wenn ich einen Badeanzug anhab, wo ich eigentlich meine, dass es niemand sieht, ja. Ich bin also Mitglied in einem Segelclub. Ja. Und ich hatte letztes Jahr meine eigene Schiffstaufe, also rinn ins Wasser. Und danach wurde ich angesprochen. Ja, so sind die Leute, ne? Nee, die Jugend war total begeistert. Ach so, ja. Zeig's. Wie können wir das machen lassen? Ich habe also jedem abgeraten, weil ich sage, erstens kostet's Geld, zweitens sind die Eltern zustimmungsberechtigt. Wie viel hast du bezahlt dafür? 300 Mark. 300 Mark. Liebe Erika. Ich finde es gut, dass du dir deinen Jugendtraum erfüllt hast. Und wenn du jetzt Spaß hast an einem weiteren Tattoo, mach es. Irgendeine scharfe Stelle wird es an deinem Körper noch geben, bin ich ganz sicher. Und ich möchte jede Frau nur empfehlen, wenn die einmal den Wunsch hat, soll sie es machen. Das zu erfüllen, ja. Weil 90% der Männer gucken erstmal nur. Bin ich ganz sicher. Und dann sagen sie super. Ich danke für deinen Anruf, alles Gute. Alles klar. Tschüss, Erika. Tschüssi. Tschüss. Jetzt habe ich noch Michael. Michael ist 30. Ja, hallo, Domian. Michael. Ich rufe eigentlich an, weil ich hypergriffig bin. Ich fliege eigentlich so fast. Du fliegst? Warum? Ja, ich sag mal so, die letzten 4 Jahre in meinem Leben, die waren also nicht so richtig günstig. Mhm. Ich war selbstständig, meine Firma ist pleite gegangen. Ich habe dann so ein bisschen halt jetzt mal nebenbei gekellnert und es ist halt auch reichlich noch an Schulden übrig geblieben und war halt alles nicht so richtig rosig. Und genau in dieser Woche hat sich also alles gewendet. Ich habe auch die ganze Zeit keine Beziehung gehabt. Und ich habe in dieser Woche einen netten Typen kennengelernt, das ist der Frank. Und heute Morgen habe ich also einen Telefonanruf bekommen, dass ich also am Montag einen neuen Job habe. Mann! Und das ist also absolut klasse gelaufen. Und eine neue Liebe? Ja. Ein neuer Job? Neue Liebe. Ein neuer Job. Was ist das für ein Job, was du machen wirst? Ich bin Computer-Supervisor. Ah ja. Für so einen Lebensmittelkonzern. Ja. Und mache dann so eine Betreuung von diesen Computersystemen und so Software-Einspielungen und halt so nüchterner Kram. Nur ich sag mal, das ist halt so mein absoluter Wunschtraum gewesen. Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen über deinen Freund. Ja, ich habe also die ganze Zeit halt immer gesucht. Ich meine, ich bin erst mit 26... oder Quatsch, ich bin nicht mit 26 schwul geworden, ich war schon immer schwul, aber mit 26 habe ich das Ganze erkannt und habe dann halt immer geguckt und war irgendwie nie so richtig das Richtige, jedenfalls nicht was fürs Herz. Mhm. Und jetzt habe ich gerade einen richtig süßen Typen kennengelernt und ja, ich hoffe, dass es so... Dass das wirklich was fürs Herz auch wird, ne? Ja, genau. Und nicht nur halt so für eine Woche oder für zwei. Ja, wie heißt denn der süße Typ mit Vornamen? Frank. Wie lange kennt ihr euch denn jetzt schon? Du bist ganz frisch, also ist auch eine Woche. Es hat sich alles in dieser Woche jetzt hier... Achso, du kannst ihn vom Ansehen nicht schon früher irgendwie... Nein, überhaupt nicht. Ja. Wir haben uns gesehen und da war es irgendwie so... Eine neue Liebe. Ja, genau. Ne? Es gab ja mal so einen schönen Schlager, naja, so ganz schön war er nicht, von Jürgen Markus. Naja, dieser, ja, schön. Dieser Schlager hieß, eine neue Liebe ist, weißt du's? Wie ein neues Leben, genau. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben und dann kommt auch noch ein toller Job dazu. Richtig. Das ist wunderbar. Ich gratuliere dir, Michael, auf dass es jetzt wieder so richtig bergauf geht. Ja, super, danke. Schönen Gruß an den Schmusi-Boy. Werde ich auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik, heute Nacht, Annette Bastian. Und morgen, wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, Themenabend im 1 Live Talk Radio. Und das Thema heißt... Mein Kind schafft mich. Ich möchte mit Eltern reden, die
wirklich so stöhnen und sagen, mein Gott, mein Kind schafft mich. Ich komme gegen mein Kind nicht mehr an. Mein Kind schlägt mich, mein Kind dominiert mich, was auch immer. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen. Um 1 Uhr sind wir im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage bis morgen. Bye, bye. Ciao.